Das nächste wunderbare Input, das euch gegeben wird zum Impuls, ist thematisch nicht ganz da weit weg. Das erzählst du allerdings gleich auch selber. Das Schöne ist, als der Dirk und ich miteinander sprachen, Dirk Lim ist der nächste Impulsgeber, er sagt, er fliegt. Und beim Fliegen, das sagt er, das ist das Schöne rund um das Thema Talent und ist ein bisschen auch das, was Fabrice gerade sagt, dann guckt man nämlich irgendwo hin, wo sonst vielleicht noch keiner hinschaut. Das wäre die Brücke, die ich dir jetzt bauen kann. Danke, dass du fliegst, dahin schaust, wo es nicht ist. Und du bist eben auch Musiker. Und Kommunikation miteinander und Leben miteinander ist immer auch die ganze Welt des Rhythmuses und des Timings. Wir freuen uns auf dich. Ja, vielen Dank für die Moderation. Liebe Mitwirkende, das habe ich ja gerade gelernt und ihr lächelt alle, das ist unser Talent heute. Ihr dürft mich gerne alle lächeln, weil wir jetzt alle gemeinsam in einem Flugzeug sitzen. Da haben wir gerade die Brücke gebaut und wir alle steuern in die Zukunft der Arbeitswelt. Vor uns Wetter wissen wir nicht, wir wissen auch nicht, in welches Terrain wir reinfliegen, aber wir haben heute leider noch ganz viele alte Instrumente, alte Methoden. Und jetzt ist die Frage, wie fühlt ihr euch, wenn ihr in einem Flugzeug sitzt, vorne verantwortlich für die Mannschaft, und eigentlich wisst, was ihr vor euch habt, so richtig hilft das gar nicht mehr, weil die Methoden und Instrumente sind eigentlich schon 30, 40 Jahre alt. Und das ist ein gutes Bild, ein Dilemma, das wir heute haben, dass wir in vielen Unternehmen eben noch diese alten Methoden haben. Wir wollen aber junge Talente suchen und auch fördern, aber die Dinge passen irgendwie nicht zusammen. Also wir haben ein Dilemma zwischen dem, was wir vorfinden, was wir proklamieren, was wir draußen bewerben, übrigens im Rahmen des Personalmarketings, und das, was dann intern passiert. Und wir haben nicht umsonst mit die höchsten Quoten des Abbruchs in den Probezeiten übrigens. Macht euch mal Gedanken dazu, was das Personalmarketing für einen Schaden anrichten kann, wenn euer Management, euer Flugzeug, eure Mannschaft das nicht unterstützt. Also wir müssen uns eben dem Arbeitsmarkt anpassen und Flexibilität und Innovation vor allen Dingen sind gefragter denn je. Und wir haben ja ein Fundus vor uns an neuen Möglichkeiten, aber viele haben Angst und erstmal die Bedenken, gerade in Deutschland, wir sind ja auch Bedenkenträger seit unserer Geburt anscheinend anerzogen worden. Ja, man darf nichts tun, ohne dass man da irgendwie maßgeregelt wird. Das klappt so nicht mehr. Und diese VUCA-Welt wartet nicht auf uns, sondern VUCA, die überrollt uns. Und dieses VUCA-Wort brauche ich, glaube ich, gar nicht zu buchstabieren. Jeder von euch weiß, was es bedeutet. Noch ein Beispiel, noch eine Information. Ich bin schlecht im Gendern. Ja, ich weiß, dass wir überwiegend Frauen hier haben. Also ich spreche für alle Geschlechter. Und es gibt ja nicht nur zwei, sondern viel mehr, wie wir mittlerweile auch wissen. Ja. Jetzt lass uns mal auf ein Thema gucken, das uns irgendwie beherrscht in den Medien. Es ist Arbeitszeit. Es gibt eine Studie von dem Deutschen Institut der Wirtschaft, die festgestellt haben, wie viele Menschen überhaupt bereit sind zu arbeiten. Und da wurden zwei Jahre verglichen, 2007 und 2021. Die Studie kam jetzt raus und die haben drei Alterskohorten verglichen. Einmal unter 25, die waren damals 2007 bereit, 38 Stunden pro Woche zu arbeiten. Heute ist es auf 35 Stunden gefallen. Die zwischen 26 und 40-Jährigen, die wollen statt 36 noch maximal 34 arbeiten. Und jetzt kommen die über 40-Jährigen, da zähle ich mich dazu, die sind bereit, gerade noch 32 Wochenstunden zu arbeiten. Und der Trend geht weiter nach unten, wie wir auch in den ganzen Diskussionen sehen. Jetzt haben wir das Problem, dass wir einmal die Produktivität erhöhen müssen. Wir wollen die Arbeitszeiten senken. Wie schaffen wir das? Und können wir das mit den Arbeitsmodellen, nicht Arbeitszeitmodellen, das ist ein Unterschied, in den Arbeitsmodellen, die wir heute haben, überhaupt umsetzen? Oder müssen wir nicht eine komplett neue Denke haben? Das heißt nicht, dass wir keine Herausforderung haben, dass wir auch nicht Klartext sprechen müssen. Ich glaube, die junge Generation kann sehr gut mit Klartext umgehen, bloß wir Alten haben oft nicht das richtige Wort dazu. Wir finden gleich, wir sind halt irgendwie anders aufgewachsen und dann ist die Kommunikation manchmal echt nicht so einfach. Und wir haben eben diese flexiblen Ansprüche junger Menschen, die eher Richtung Ergebnis gehen und diese eher hierarchischen alten Strukturen, die Richtung Arbeitszeit und Stempeln gehen. Und so messen wir praktisch die Produktivität in den Firmen. Und das ist nicht gut. So, jetzt haben wir bei uns, bei der Permanent Consulting, ich komme aus Düsseldorf, wir haben hier ein Beratungshaus, das HR und IT beides zusammenführt. Also wir digitalisieren innovative neue HR-Prozesse. Und wir haben vor Jahren schon erkannt, weit vor Corona, so geht das nicht weiter. Ich kriege keine Leute, ich verliere sogar Menschen.
Und ich möchte drei Beispiele, die wir gerne auf dem Podium auch weiter ausführen können, mal reinwerfen. Einmal, wir haben nur noch Teamprämien. Es gibt keine Einzelprämien. Ausnahme ist der Vertrieb dort noch. Aber ansonsten, das gesamte Consulting bei uns ist weg von den Einzelbonis. Für ein Consulting schlimm, weil alle erwarten genau diese Einzelprämien, die halt gute Leistung sofort monetär rückgespiegelt wird. Seit wir auf die Teamprämien umgestellt haben, gibt es bei uns viel weniger Konkurrenzkampf. Es gibt viel mehr Miteinander. Und wir haben vor allen Dingen diese Ursache-Wirkung sehr mehr verknüpft, und zwar zeitlich verknüpft. Wir sagen, wir haben einen Auftrag, am Monatsende folgenden Umsatz zu erreichen. Alle kennen diese Schranke, weil wir alle gemeinsam diesen Umsatz erreichen, bekommen alle im Folgemonat eine Provision. Wenn wir es nicht erreichen, bekommt keiner die Provision. Also keiner ist schlechter oder besser gestellt. Und das sorgt dafür, wenn die Geschäftszahlen, die Entwicklung des Monats klar sind, dass die letzten zwei Wochen mal richtig Gas noch gegeben wird und jeder hilft jedem. Das zweite ist flexibles Arbeiten. Bei uns gibt es keine Stechuhr, keine Zeiterfassung. Klar müssen alle aufschreiben, das weiß ich auch. Aber wir haben durch die Digitalisierung, Automatisierung so viel Grundlast weggenommen, dass aber nur das Ergebnis zählt. Es ist halt die Frage, wer gibt uns das Ergebnis? Das Ergebnis gibt uns ganz klar der Kunde über das, dass er nachkauft, dass er zufrieden ist, dass er uns einfach sagt, ihr macht einfach einen guten Job. Ich will mit euch weiterarbeiten. Das ist das Maß aller Dinge und nicht, wie viele Stunden ich für einen Kunden gearbeitet habe im Konkurrenzverhältnis zum anderen Berater dort. Ja, und die Eigenverantwortung und Selbstorganisation wird dadurch gestärkt. Und wir haben auch keine Hierarchie mehr übrigens. Die Teams sind selbstorganisierend. Jetzt kommt noch ein dritter Punkt, bevor ich zu Talenten komme. Das ist ja unser Thema heute. Das dritte ist, ihr könnt bei uns so viel Urlaub bekommen, wie ihr wollt. Könnt ihr euch selbst wünschen. Jetzt sehe ich hier einige lächelnde Gesichter. Hat natürlich auch eine Konsequenz, logischerweise. Ja, einfach nur wünschen geht nicht. Ja. Man muss auch eine Leistung dagegen stellen. Leistung muss sich auch lohnen. Das bedeutet, ihr müsst mir ein Ziel geben, was ihr am Jahresende persönlich erreichen wollt. Und wenn das Ziel für uns attraktiv ist als Firma und für den Mitarbeiter auch als erreichbar gilt, dann machen wir Folgendes. Wir behalten den Anzahl der neuen Arbeitstage runtergerechnet im Grundgehalt zurück. Also Beispiel, ich habe einen Mitarbeiter, der will 12 weitere Arbeitstage haben. Wir haben also 28 Tage, werden also 40 Tage dort. Also hat er jeden Monat praktisch einen Rückbehalt eines Gehalts. Und das kann in der Größenordnung von 300 Euro sein, die er im Gehalt weniger verdient. Und jetzt kommt der Clou, wenn er am Ende des Jahres aber seine Ziele alle erreicht, bekommt er alles nachbezahlt. Wenn er es nicht erreicht, hat er den Urlaub halt eingekauft dadurch. Ja? Damit ist die Leistung auch wieder abgedeckt durch dieses Modell. Und bei uns ist es wichtig, dass die Leistung nicht nur monetär erbracht wird, sondern eben im Rahmen auch der Anerkennung. Jetzt noch drei Dinge, Talententdeckung. Wir haben viele Methoden, dass wir schauen, wer kann was über Feedbackrunden, über andere Systeme der Führung, die bei uns eher digital abgebildet wird. Und wir schauen, dass wir die verborgenen Stärken, wie Fabrice es gerade gesagt hat, wir wollen gucken, was die Menschen können, außerhalb dessen, was sie angeboten haben. Da ist viel mehr zu holen übrigens. Das machen wir. Und die Talentbindung passt bei uns ganz gut, indem wir nämlich Projekte aufsetzen über OKR-Methoden, dass diese Teams sich immer neu zusammenstellen und übergreifende Projekte erarbeiten. Ja, und am Ende, um es mit Peter Drucker zu sagen, ich komme jetzt auch zum Ende, er sagt, der beste Weg, die Zukunft vorherzusagen, ist sie zu gestalten. Ja, deswegen sitzen wir vorne jetzt im Flugzeug drin und wollen jetzt gestalten. Wir brauchen die Crew, wir brauchen die Menschen, die mit uns dabei sind. Wir brauchen immer moderne Instrumente im Cockpit, aber auch in der Infrastruktur draußen. Sonst arbeiten die beiden Sachen nicht zusammen. Und ich denke, dass die KI, und wir werden gleich über KI sprechen, in der sicherlich eine Riesenchance bietet, dass wir näher zusammenkommen. Die KI, in meiner Utopie, verbindet uns die KI. Also haben wir Mut zum Handeln, alte Zöpfe abzuschneiden, und ich freue mich riesig auf das Podium gleich. Dankeschön.